Als nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Beim Durchblättern des Blauen Plans dieser Woche habe ich mich über den von Ihnen eingebrachten Antrag Familien stärken, Kinder fördern, ganz besonders gefreut. Denn, und hierauf haben auch einige Kollegen schon hingewiesen, über dieses wichtige Thema kann man meiner Meinung nach gar nicht genug sprechen. Die Debatten der letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass auch das öffentliche Interesse am Thema Familienpolitik und Familienförderung ungebrochen ist. Und Sie brauchen nicht nur mit Ihrem Sohn darüber zu sprechen oder mit seinen Kumpels im Kindergarten, sondern es wird ein großes, ein breites gesellschaftliches Thema. Wie erreichen wir die Familien richtig? Wie erreichen wir das, was die Familien benötigen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansätzen heraus? Hierbei beschränkt sich die Diskussion nicht nur auf familienpolitische Leistungen im Allgemeinen, sondern rückt auch eine bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Fokus. Die Vorredner haben zum Teil bereits darauf hingewiesen. All jenen Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit verbessern, kommen die größte Bedeutung zu. Sie tragen nicht nur zur wirtschaftlichen Absicherung von Familien bei, sondern sie fördern auch andere familienpolitische Ziele. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht daher im Mittelpunkt der Familienpolitik. All das wissen Sie. In den vergangenen Jahren sind die diesbezüglichen Leistungen und Maßnahmen von uns stets weiterentwickelt und differenziert worden, um auf gesellschaftliche Veränderungen und Bedürfnisse von Familien zu reagieren. Familien wachsen dort, wo Menschen Vertrauen in die eigene Zukunft besitzen und die persönliche und gesellschaftliche Umgebung Familien und Kindern mit Wertschätzung begegnet. So heißt es im Bericht mit der Kommission Familie und demografischer Wandel. Das oberste Ziel unserer Familienpolitik ist es daher, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Entscheidung für das Leben mit Kindern in der Familie erleichtert. Die Entwicklung familienfreundlicher Lebens- und Arbeitsbedingungen steht dabei im Vordergrund. Zum umfangreichen Maßnahmenpaket gehören beispielsweise, auch hierauf haben die Vorredner bereits hingewiesen, der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtung für unter Dreijährige. Wir haben seit 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz im Alter von 1 Jahr. Das hat es früher auch nicht gegeben. Das heißt, man kann sich beruflich darauf einstellen, nach Möglichkeit, wenn man sich dafür entscheidet, mit einem Jahr des Kindes tatsächlich auch wieder berufstätig, zumindest teilzeitberufstätig zu sein. All dies ist neu. Und die Flexibilisierung der Elternzeit, das Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus für alle Eltern, die zusätzlich zur Erziehung der Kinder 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. Ein weiterer Fokus unserer Familienpolitik liegt auf der besonderen Unterstützung Alleinerziehender und der Verankerung familienfreundlicher Bedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Frau Kollegin Rüdrich hat darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit für beide Eltern wesentliche Entscheidung ist für eine lebensbejahende, für eine kinderbejahende Position natürlich. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, Frau Kollegin Yüksel hat die glücklichen Kinder in ihrem Schlusswort angesprochen. Ja. Glückliche Kinder definieren sich aber nicht nur durch den Ranzen und durch den Kinobesuch. Ich glaube, glückliche Kinder definieren sich auch durch das Verhältnis, wie können sie mit ihren Eltern umgehen. Und da möchte ich bei dieser Diskussion Armut von Kindern ganz bewusst auch darauf hinweisen, wir haben eine Gruppe von Kindern bei uns in der Gesellschaft, die eigentlich keine Lobby hat, auf die wir gelegentlich bei der Diskussion über Kinderarmut auch sprechen müssten. Das sind die Kinder in Familien mit psychischen Belastungen. Da müssen wir schon hinschauen, wie können wir diesen Kindern helfen. Wir schätzen zwischen 2,4 und 3,8 Millionen Kinder, die in einer derartigen Situation sind. Ich würde mir begrüßen, dass wir, und da weiß ich doch, dass eben bei Ihnen, eben sind hier auch die Frau Kollegin Walder-Rosenheimer sehr engagiert in dem Thema ist. Bei uns weiß ich, dass der Markus Weinberg und natürlich der Eckhard Pohls dieses Thema leidenschaftlich vertreten, dass wir genau die auch mal in den Fokus rücken. Wie können wir diesen Kindern helfen, die nicht eben hier durch ihre Eltern vertreten werden können, weil die Eltern selber als Anwalt der Kinder in vielen Bereichen leider ausfallen. Vielleicht können wir uns da eben die nächsten Monate auch darüber nochmal verständigen. Die Wertschätzung für Familien in unserem Lande spiegelt sich auch im neuen Bundeshaushalt wider, den wir die Tage eben verabschiedet haben. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits bilanziert, dass bei den Verhandlungen rund um den Einzelplan 17 wichtige Impulse gesetzt worden sind. Dem Etat des Bundesfamilienministeriums stehen im neuen Jahr 9,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind über 2 Milliarden mehr als zu Beginn dieser Legislaturperiode. Somit wird es künftig auch deutlich mehr Geld für Familien geben. So werden die Familien in unserem Land mit unzähligen familienpolitischen Leistungen unterstützt, die Eltern ein solides Auskommen sichern und Kinderarmut bekämpfen. Ja, und es ist auch richtig, dass Familien mit Kindern
bei der Erschaffung von Wohneigentum unterstützt werden sollen, was jetzt der Familie hilft, ein sicheres Nest, ein sicheres Heim zu bauen, was wir da eben entsprechend unterstützen, aber später in 30, 40 Jahren natürlich die Altersarmut bekämpfen kann. Ich glaube, da sollen wir auch gemeinsam hinschauen. Ich bin ja froh, dass die Frau Wohnungsbauministerin eben entsprechend hier die Umweltministerin Frau Hendricks gesagt hat, jawohl, wir wollen in Ballungsgebieten hier Wohneigentum fördern. Ich bin der Auffassung, wir sollen Familienwohneigentum Land auf Land abfördern. Es gibt ja hier einen kreativen, richtungsweisenden Vorschlag, natürlich aus Bayern, mit 1200 Euro pro Jahr eben hier Wohnbauprämie für Familien. Wir sind auch der Auffassung, dass wir überlegen müssen, wie schafft es eine Familie, die zu Beginn des Hausbaus oder der Erwerb einer Wohnung zu wenig Eigenkapital hat, dass man da gewisse Eigenkapitalabsicherung über ein Bürgschaftsprogramm der KfW andenken kann, um zu überlegen, wie schafft es eine Familie, tatsächlich in den eigenen vier Wänden zu wohnen, weil dieser Verzicht auf die Mietzinszahlungen den Eltern wieder finanzielle Spielräume eröffnet, die diese natürlich als liebevolle Eltern in fast allen Fällen ausschließlich zugunsten der Kinder wieder einsetzen. Ich glaube, das hängt alles mit allem zusammen. Das Baukindergeld habe ich angesprochen. Der Kinderzuschlag unterstützt die Eltern im Niedrigeinkommensbereich, die im ergänzenden ALG-II-Bezug überdurchschnittlich oft vertreten sind. Ja, besonders Familien mit mehreren Kindern können trotz Vollzeiterwerbs nur mit großer Anstrengung ein Einkommen erzielen, das oberhalb des existenzsichernden Arbeitslosengeld II-Bedarfs der ganzen Familie liegt. Durch den Kinderzuschlag, auch hierauf wurde bereits von Vorrednern hingewiesen, durch den Kinderzuschlag kann der Bezug von Arbeitslosengeld II vermieden werden. Der Kinderzuschlag wurde bereits in diesem Jahr um 20 Euro erhöht. Auch das, Herr Kollege Müller, gehört zur Wahrheit und wird ab dem 1. Januar 2017 auf maximal 170 Euro erhöht. Sie sind ein bisschen von Ihren Kindergrundsicherungen mit 300 Euro weg, aber wie gesagt, zumindest haben wir da schon eben auch wieder deutlich nachgelegt, überdurchschnittlich im Übrigen. Im kommenden Jahr werden wir das neue Elterngeld Plus und den klassischen Elterngeld mit 6,4 Milliarden eben entsprechend hier im Haushalt datieren. Diese Summe hängt auch mit der erhöhten Geburtenrate zusammen. Darüber sind wir sehr froh. Der Mut zum Kind in unserer Gesellschaft ist gewachsen. Ich glaube, das gehört in so einer Diskussion auch mal dargestellt. Die Summe hängt auch mit der erhöhten Geburtenrate zusammen. Im vergangenen Jahr sind erfreulicherweise so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit den letzten 15 Jahren nicht mehr. Insgesamt 738. Jetzt will ich nicht sagen, dass es ausschließlich die Leistung der Großen Koalition ist, aber zumindest geben die Rahmenbedingungen, die wir. Jetzt habe ich Applaus erwartet. Aber zumindest geben die Rahmenbedingungen der letzten 10 Jahre Familienpolitik den Kindern wieder mehr Mut für Kinder. Bitte? Machen wir eine Zwischenfrage, Jörn, dann habe ich mehr Zeit. Für das Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau stehen im nächsten Jahr insgesamt 446 Millionen zur Verfügung. Eine qualitativ hochwertige Betreuung verhilft den Kindern zu einer guten frühkindlichen Bildung und legt den Grundstein für die späteren Chancen auf den Arbeitsmarkt. Den wichtigsten Beitrag zu einer modernen Familienpolitik leistet daher auch weiterhin der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung, aber auch die notwendigen Regelungen der Qualität dieser Betreuungseinrichtungen. Ich glaube, da sollte man auch auf eine Gruppe hinweisen, das sind die Tagesmütter, die natürlich eben schon hier ein ergänzendes Leistungsspektrum eben hier neben der institutionalisierten Kita anbieten, dass wir die auch eben schon hier mit ihren wirtschaftlichen, mit ihren eben Arbeitsbedingungen auch mal in den Fokus rücken. Und gerade jetzt eben schon hier in der Zeit, wo man natürlich auch sehr viele neu zugezogene Kinder von Asylbewerberfamilien natürlich in den Kitas unterbringen müssen, sind wir froh um die engagierten, tatkräftigen Tagesmütter, die genau hier eben sicherstellen, dass wir für jede Nachfrage ein adäquates, ein angemessenes Angebot an Kindertagesbetreuung herstellen können. Dafür an dieser Stelle auch mal ein herzliches Wort des Dankes. Auch dies führt dazu, dass gut ausgebildete, motivierte Kinder, gut betreute Kinder natürlich dann später im Beruf, in der Schule, in dem Beruf bessere Chancen haben und auch prophylaktisch in 10, 20 Jahren weitaus weniger Gefahr laufen, in Armut zu geraten. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für den Antrag. Wie gesagt, ich freue mich auf die Beratung des Antrags im Ausschuss. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Als nächste Rednerin hat Birgit Kömpel das Wort für die SPD-Fraktion.